Was geht, Leute? Mein Name ist Rush und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, denn ich bin heute der Gastgeber. Oder Danny? Lehnt euch zurück und gönnt euch! Danny Burnage ist mal wieder hier am Start. Und klingt mit meinem Namen besser. Nein, tut's nicht. Doch, nein. Doch, klingt es. Ja, okay. Willkommen zu einem neuen Video und wir haben heute Informationen für euch. Zum einen, es werden in Zukunft wieder mehr Videos kommen auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob es täglich der Fall sein wird, aber es werden mehr Videos kommen. Und heute mache ich ein Commentary mit Haptic. Hi, wie geht's? Der kurz vor 100.000 Abonnenten ist, also geht auf seinen Kanal und schaut euch die Videos an und wenn sie euch gefallen, abonniert ihn, damit er die 100. Aber, ja? Digga, du musst schon einen Link reinpacken, also pack am besten dreimal meinen Link rein, damit ich richtig viele Abos von dir bekomme. Dreimal ganz unten, also ihr müsst ganz unten gehen, aber erstmal müsst ihr alle anderen Links da oben drauf klicken und dann dürft ihr auf seinen Kanal. Du Elender, Alter. Also was haben wir denn heute für ein schönes Thema vorbereitet, lieber Danny? Und zwar geht es um Black Ops 3. Denn wir machen dieses Commentary ganz spontan. Aber wieso wir wissen, dass Black Ops 3 rauskommen wird und eigentlich nur das, wieso wir das wissen und was wir uns halt wünschen für das nächste COD. Weil jedes Jahr ist es irgendwie es ist immer so besonders irgendwie, wenn euch COD rauskommt, dieses Gefühl einfach, man fühlt sich so gut. Es ist immer so ein richtiger Hype um COD da und das kann wirklich keiner bestreiten und das sieht man an den Verkaufszahlen. Selbst Ghost, Digga, Ghost wurde 19 Millionen Mal verkauft, nur 8 Millionen Mal weniger als MW2. Ja. Das kann man sich kaum vorstellen, aber das ist alles Promo, weil es ist immer ein Hype um COD da. Und da kann man nichts gegen sagen. Der ist auf jeden Fall da und das hat dann mit dem Spiel später wenig zu tun. Und deshalb werden wir heute darüber reden, wie es auch erstmal damals so war, würde ich sagen, weil, Digga, kennst du dieses COD-Feeling, das man damals hatte? Weil bei mir hat es angefangen mit Black Ops 1. Ich habe es mir gekauft und, Alter, ich weiß nicht, ich habe jedes Mal... War Black Ops 1 dein erstes COD? Ja, war es. Echt? Meins war MW2, das heißt, ich habe früher mit COD angefangen als du. Hast du? Ja. Und trotzdem bin ich besser. Nein, Spaß. Ja, du zockst aber auch mehr, komm. Ja, stimmt auch wieder. Ich bin eigentlich besser als er. Nein, ich bin der Beste. Ich bin in allem der Beste. Ja, okay, ich bin in allem der Beste. Vielleicht im Freestyle. Okay, in Black Ops 1 war es bei mir so, ich habe mir immer das Intro angeguckt. Ich hatte so einen extremen Herzrasen immer, wenn das Spiel gestartet hat. Ich weiß, es klingt jetzt versuchtet, aber es war wirklich so. Ja, bei mir auch. Bei Black Ops 2 war das weniger so. Herzrasen? Ja, okay, Herzrasen ist übertrieben. Also, du weißt schon was. Man war wirklich aufgeregt. Ich will jetzt zocken. Weißt ja, du? Herzrasen dieses hatte Gefühl. Ich, als wenn ich ein COD von neu spiele. Ja, stimmt auch. Aber, erzähl erstmal weiter. Ja, und dann ging's weiter. MW3, die Moab-Zeit, da war ich noch eigentlich ein Noob, aber ich habe schon ein paar Moabs gerissen. Und Black Ops 2 war für mich eigentlich die geilste Zeit. Vor allem auf YouTube ging das richtig ab. Das war ja auch da, wo dein Kanal richtig explodiert ist. Und auch alle anderen Kanäle von, ich sag mal, der älteren Generation. Und das hat einfach auch richtig Motivation gemacht, auch in Black Ops 2 viel mehr zu spielen. Und das war richtig krass. Ghost habe ich nach 3 Monaten aufgehört zu spielen. Und AW spiele ich ab und zu. Aber dieses richtige Feeling habe ich seit Black Ops 2 nicht mehr. Ja, weil es ist kein richtiges COD mehr. So AW ist mehr so Titanfall oder so. Es ist kein COD. Ich finde, COD sollte sehr simpel bleiben. Ich bin auch nicht der größte Fan von extremen Killstreaks. Ich fand die Killstreaks, so wie in die MW2 waren, am besten. Oder wie findest du es? Mit Atombombe? Atombombe hätte man durch schwerer machen können. So mit 30 Kills oder so. Ja, Mann. Aber, so AC-130, Hubschrauberschütze, bisschen schwächer vielleicht das Ganze, zum Beispiel den Hubschrauberschützen und dann wäre richtig geil, alles richtig geil gewesen, aber, bist du fertig oder können wir anfangen über Black Ops 3 zu reden, darüber handelt das. Ich wollte noch eine Sache sagen zu MW2, und zwar fand ich es nicht so gut, also ich habe es später dann auch gezockt, also ich habe es mir später noch geholt, obwohl ich mit Black Ops 1 angefangen habe. Ich fand es nicht gut, dass man mit Killstreaks die Nuke erreichen kann. Ja, genau. Ich finde, eine Gunstreak ist viel fordernder und viel besser. Und das Spiel war danach vorbei, das hat auch richtig gesagt. Und es muss ein Blackbird geben, es wird ein Blackbird geben müssen, finde ich. Muss, das gehört einfach zu Black Ops dazu. Blackbird muss es geben. Aber jetzt erstmal zum Thema, und zwar zum einen muss ich sagen, ich bin nicht drauf gekommen. Haptic ist normalerweise der sich noch mehr freut als ich auf das Game. Ich freue mich zwar drauf. Nur für das neue COD. Nein, nur okay, das war so gay, Alter. Ja, das war wirklich gay. Nur für mich ist momentan COD
Es ist halt eine Enttäuschung für mich momentan so dieses Advanced Warfare, weil es einfach nicht so das ist, was ich unter einem COD verstehe. Und ich versuche vielleicht noch ein paar Videos dazu zu machen, aber es werden nicht mehr allzu viele Sachen dazu kommen. Aber ich werde mein Bestes versuchen, immer wenn ich Lust habe, werde ich ein Video dazu machen, falls ihr überhaupt noch mehr dazu sehen wollt, weil wenn die Leute das nicht sehen wollen, dann macht es auch keinen Sinn. Aber richtig. Momentan macht Black Ops 2 mir sogar mehr Spaß und die Tür klingelt. Warte kurz, meine Freundin kommt, ja? Ich mach so lange weiter, Digga. Nee, ich mach einen Cut, warte. Okay. Danny, ich weiß, später im Videobearbeitungsprogramm wirst du dir dieses Video hier anschauen. Ich wollte dir nur eine Sache sagen. Ich liebe deine Mutter. Wieder da, warte kurz. Bin wieder da. Yo. Okay, ja. Wo bin ich denn geblieben? Okay, Leute, wir mussten jetzt einen kleinen Cut reinmachen, weil seine Tür geklingelt hat. Ich habe nämlich ein paar Informationen zu dem neuen Call of Duty, ich sag mal, angesammelt, die natürlich alle nicht bestätigt sind. Das sind alles immer noch Vermutungen, aber ich bin mir eigentlich zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit sicher, dass es stimmen muss eigentlich. Und die erste Sache, die ich sagen möchte, ist, ihr habt alle sicherlich das World at War 2 Reveal Poster gesehen. Das wurde gepostet. Wenn nicht, kann Danny vielleicht hier nochmal ein Bild einblenden oder irgendeinen Link. Mach ich. Da muss ich sagen, es ist fake zu 100%, denn in der gesamten COD-Geschichte wurde noch nie ein COD angekündigt mit dem Namen auf dem Reveal-Poster. Weil Reveal heißt, es wird veröffentlicht. Das erste Mal sieht man was von dem COD und das ist dann meistens im Mai. Und man schreibt nicht vorher den Namen drauf. In Advanced Warfare war es irgendwie eine Revolution oder so und dann Reveal am Blablabla. Darum ist dieses Poster zu eigentlich 100% fake, ja. Das kann man schon mal abhaken. Es heißt nicht, dass World at War 2 nicht kommen kann, das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt kommt noch eine Sache, und zwar auf der Facebook-Seite. Darf ich weitermachen? Ja, okay. Jetzt kommt nämlich das Krasse, Digga, sag's. Okay, und zwar, wenn ihr auf die Facebook-Seite von Treyarch geht, ich werde ein paar Bilder jetzt hier posten, jetzt werdet ihr irgendwo ein paar Bilder sehen. Dann sieht man oben zum einen Werbung für Black Ops 1, Werbung für Black Ops 2. Kurz bevor diese beiden Spiele veröffentlicht wurden. Und jetzt kommt es, und zwar wenn ihr und zwar gibt es einfach nur noch ein Bild, und zwar ist dieses Bild komplett schwarz. Das war rassistisch. Schwarz! Schwarz! Nein. Es ist komplett schwarz. Und was bedeutet das? Dass, was heißt schwarz auf Englisch? Was heißt schwarz auf Englisch, genau. Überlegen wir mal. Bestimmt nicht World. Bestimmt nicht World und bestimmt auch nicht Ad und auch nicht und War. Auch nicht War. Und auch nicht 2. Deswegen. Es heißt natürlich Black und darum ist es eigentlich, wisst ihr, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man sieht einfach die kleinsten Dinge, obwohl eigentlich das Offensichtlichste meistens stimmt. Und was Danny meinte mit den Titelbildern war, das Titelbild von Black Ops 1 wurde irgendwann im März gemacht, im März 2012. Um darauf aufmerksam zu machen, dass das nächste Black Ops 2 wird, also eine Fortsetzung. Dann wurde ein Black Ops 2 Titelbild, ohne Black Ops 2 zu schreiben, 2 Tage vor Reveal dort gepostet. Und seitdem bis heute nichts mehr. Und jetzt haben sie es am 1. Januar, also im Release-Jahr vom neuen COD, komplett schwarz gemacht. Und das ist doch eigentlich ziemlich logisch, oder Digga? Extrem logisch eigentlich. Das ist quasi etwas, wo man kurz nachdenken muss. Man sieht dieses Bild. Und manche Leute kommen drauf, manche kommen drauf nicht. Ich habe jetzt nicht gegoogelt. Vielleicht wäre ich auch drauf gekommen, ich denke schon. Aber Haptic war halt der Erste, der jetzt drauf gekommen ist von uns. Und ich gucke dieses Bild an. Und am Anfang wusste ich auch nicht genau, was will er mir damit sagen. Das ist nur ein schwarzes Bild. Aber dann, als er gesagt hat, was sei schwarz auf Englisch, habe ich sofort gecheckt. Stimmt, Black Ops 3. Und deswegen sind wir uns eigentlich zu 95% sicher, dass es Black Ops 3 sein wird. Ich sogar zu 100. Ich kann mit euch allen wetten. Ja. Ich habe auf meiner Facebook-Seite auch gesagt, ich wette mit euch, wenn es nicht Black Ops 3 ist, muss ich einen 24. Ich sage nicht so 100, weil es kann ja auch sein, dass sie es irgendwie extra machen, damit man denkt, Black Ops 3 kommt raus, aber da kommt doch World. Ja, es ist unwahrscheinlich, aber nicht, weil dann würden sie ja umsonst einen Hype so generieren, weißt du? Ja. Und dann kommt es im Endeffekt doch nicht. Und auch noch eine kurze Sache, der Twitter-User Shinobi602, der hat schon über Jahre immer richtig Dinge vorausgesagt, die noch nie irgendwie offiziell waren. Und der hat auch gesagt, schade, dass World at War 2 nicht passieren wird. Also er hat das Poster gepostet, das Reveal-Trailer, was Danny vorhin gezeigt hat. Schade, dass es nicht passieren wird. Dann hat jemand in den Kommentaren gefragt, wird es eine Fortsetzung sein von Treyarch? Und dann hat er gesagt, ja, überlegt nur, was die erfolgreichsten Serien waren. Und das ist natürlich bei Treyarch Black Ops. Ja. Meiner Meinung nach. Jetzt will ich dich noch was fragen.
Ja. Und zwar, wie fühlt es sich an, so fast 100.000 Abonnenten zu haben? Oh, Digga, jetzt überraschst du mich mit der Frage. Es ist wirklich... Ja, wie fühlt es sich an? Als ich habe damals angefangen, das war Ende 2012. Das war so, wo man schon gesehen hat, was YouTube auf YouTube möglich ist. Da gab es schon Leute mit mehreren 100.000 Abonnenten. Und deshalb war es auch immer mein Ziel, so groß zu werden. Ich hätte es nie gedacht. Einer hat mal unter meinem Video gepostet, Digga, mach weiter so. Da hatte ich 500 Abonnenten. Irgendwann wirst du auch die 8K haben. Ich hab mir gedacht, niemals im Leben. Was? 8K? Digga, niemals werde ich das schaffen. Und jetzt habe ich fast 100.000 und es ist ein großer Traum, der wirklich in Erfüllung geht, und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird und auf alle Leute, die mit mir diesen Weg beschritten haben, und mein Herz schlägt auch schneller, wenn ich darüber nachdenke, weil das war immer ein Ziel von mir. Ich habe YouTube seit 2008 aktiv immer geguckt und du, er macht das schon so lange, ich kannte ihn schon damals von den ganz alten Zeiten. Ich war auf seinem Kanal schon damals, aber da hattest du 2000 Abonnenten und ich war da so, ich habe dich noch nicht so wirklich realisiert, weil ich dachte mir, ja, wieso, ich habe ja auch keinen Kontakt zu ihm aufgenommen und irgendwann wurden wir dann Freunde und Haptic ist wirklich einem, den ich das am meisten gönne, also deswegen, schaut auf seinem Kanal vorbei, abonniert ihn nicht, wenn es euch nicht gefällt, aber ich bin mir sicher, euch wird es gefallen, weil er macht auch so ähnlich. Es ist nicht möglich, dass es einem nicht gefällt, nein, Spaß, es ist natürlich subjektiv, ja, aber es kommt in der Regel sehr gut an, was ich da mache, also schaut vorbei. Ja. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für diesen Vlog. Danke an Haptic, dass er mitgemacht hat. Danke, dass er mir dieses Video überhaupt ermöglicht hat, weil ich wäre selber nicht drauf gekommen, weil ich mich selber nicht so extrem informiere über Call of Duty. Momentan vor allem. Ich hoffe, ihr könnt das alle verstehen. Es tut mir wirklich leid, dass momentan auch nicht so viel hochkommt. Ich weiß, es ist ungewohnt, dass Danny Burnett nicht so viel hochlädt. Aber es ist halt einfach nur wegen dem neuen COD und ich bin ein COD-Kanal, aber es kommt auch noch Battlefield Games raus und dann wollen Haptic und ich. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Folgen mit Haptic machen, weil er vielleicht nicht immer Zeit hat, aber wir werden ein Road to Commander machen, wahrscheinlich, wo wir auf den Nuklear gehen und sowas, und wo er mir ein bisschen hilft und das Ganze. Und da werden auf jeden Fall noch einige Sachen kommen, wie Battlefield Hardline kommt auch noch raus und so weiter und so fort, ein paar coole andere Shooter-Games. Also vielen Dank fürs Zuschauen und willst du noch was sagen? Ja. Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Ich muss deine Verabschiedung machen. Ich habe auch dein Intro gemacht. Ah ja, okay, mach meine Verabschiedung. Wie war die? Vielen Dank fürs zu Ende schauen. Zeig wie. Zeig mir mit einem Like, nice, wie bitters ihr seid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Und dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1. Ciao. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnish. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Mikrofon ist ein bisschen zu nah. Ja.